Jo Leute, mal ein kurzes Update. Und zwar ist im Wohnzimmer ein Plätzchen frei geworden, ein wunderbares. Und zwar genau hier. Und ich hatte mal gesagt, dass ich an strategischen günstigen Plätzen im Haus gerne den einen oder anderen Automaten aufstellen würde. Draußen in der Halle ist ja schon der Computerspace unter anderem. Und hier ist jetzt Platz frei geworden. Ich habe mir gedacht, ach Mensch, da könnte man doch einen Klassiker hinstellen. Und das werden wir jetzt auch machen. Electro Arcade. Ja, ich habe ja hier am Kamin diesen 70er Jahre Retro-Orange-Stuhl stehen, auf dem ich wirklich sehr gerne sitze. Und ja gut, da im Hintergrund, da kommt quasi der neue Automat hin. Da habe ich mir gedacht, da haben wir den orangen Stuhl, da kommt der neue Automat hin. Es muss ja irgendwas sein, was da farblich auch dazu passt. Dann bin ich mal meine Sammlung durchgegangen, mir gedacht, okay, Klassiker, Orange, so viele Möglichkeiten gibt es da gar nicht. Ja, und was das ist, das wird jetzt enthüllt. So, Trommelwirbel bitte, die große Enthüllung rückt jetzt gleich ins Bild. Achtung! Donkey Kong is in the house, or better, in the living room. Okay, so hundertprozentig passen die beiden Oranges leider nicht zusammen, aber immer noch besser, als wenn da jetzt zum Beispiel ein pinkfarbener oder ein gelber Automat stehen würde. Und also mir gefällt es sehr gut. Ich finde, er macht sich auch sehr gut hier. Und ich finde, ein Arcade-Automat, den sollte ein Wohnzimmer doch verkraften können. Also theoretisch, wenn man sich hier den Platz anschaut, würde links und wenn man den nach links schiebt oder nach rechts, würde noch einer hinpassen. Aber dann wäre es ein bisschen zu arg eng und die Schalter wären verdeckt und das muss jetzt nicht zwangsweise sein. Okay, und jetzt, wenn wir jetzt aber Donkey Kong spielen wollen, dann fehlt noch eine Sache und das holen wir jetzt. Jo, Herr Postbote hat ein großes Paket bei mir vor der Tür abgestellt. Doch bevor mir hier schlecht wird, oder euch vom Rumlaufen, würde ich sagen, packt mal einfach mal aus. Aber Vorsicht, empfindliche Möbel. Also, ich bin selbst auch sehr gespannt, wie es ausschaut. Habe es natürlich nur auf Bildern im Internet gesehen. Und jetzt gucken wir mal, wie das in Real Life wirkt, was wir denn da überhaupt haben. Ja, hier ist ein Buch. Na, dann gucken wir doch mal rein zusammen in diese große Kiste. Und wie man sieht, ist es schon mal orange. Tada! Es ist ein orangefarbener Stuhl. Ja, leider muss ich feststellen, dass der in Wirklichkeit, in Real Life, eine ganz andere Farbe hat, als im Internet eigentlich das zu erkennen war. Der ist ja im Endeffekt, ja, würde ich jetzt sagen, fast rot. Ja, wenn man das jetzt mal so zusammen anschaut, passt die Farbe natürlich leider überhaupt nicht. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich habe diesen Stuhl eigentlich extra gewählt, weil der kein Lederstuhl ist, sondern weil er im Prinzip auch Stoff ist, wie der Kaminstuhl. Aber ja, wie gesagt, das passt nicht. Sehr ärgerlich, sehr schade. Ich glaube wieder nach Unboxen wieder einboxen. Der geht wohl zurück. Dammit. Aus dem Fiasko mit dem letzten Barhocker habe ich gelernt, 6 Wochen Lieferzeit und dann eine Kiste mit total falscher Farbe, das darf nicht wieder passieren. Deswegen habe ich mir bei Amazon diesmal einen neuen bestellt, den Barhocker Wien, in der Farbe Orange natürlich. Aber um ganz sicher zu gehen, dass das nicht wieder so ein Flop wird, habe ich mir gleich einen zweiten dazu bestellt, den man hier sieht. Und falls das auch ein Flop werden sollte, naja gut,
aller guten Dinge sind drei. Und die drei Dinger, die drei Kisten, die wollen wir jetzt mal auspacken, mal vergleichen und dann schauen wir, für welchen wir uns im Endeffekt entscheiden werden. Okay, dann fangen wir doch mal mit dem kleinsten an, dem Barhocker Wien. Ich frage mich zwar, wie da im Endeffekt ein großer Barhocker rein soll, aber wir werden sehen, wie das wohl funktioniert. Vorsichtig beim Aufmachen, dass wir da in den neuen Barhocker gleich reinschneiden. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal orange aus. Aufbauanleitung auch dabei. Ist schon mal gar nicht so schlecht auf den ersten Blick. So, ich habe die einzelnen Teile mal ausgepackt und dann fangen wir nochmal an, das jetzt zusammenzuschrauben, zusammenzubauen. So, da haben wir jetzt die drei Freunde nebeneinander. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, dass mir der mittlere, also der hier, wisst ihr, was der mittlere ist, dass mir der am besten gefällt. Jetzt ist natürlich die Frage, braucht man diese Fußreling unten, ja oder nein? Und das müssen wir einfach mal testen, wenn wir sie vor den Automaten stellen. Von den Farben her sind sie total identisch. Kurz zu den Preisen, aber was vorbereitet, also der kleine hier ohne die Fußreling 27 Euro, dann der mittlere 50 Euro und der mit der geschlossenen Fußreling 36 Euro. Ja, ganz schön blöd, dass mir der teuerste wieder am besten gefällt, ne? Aber das ist ja wieder typisch. Ist ja immer so. Ja, würde sagen, wir stellen sie jetzt einfach mal vor den Automaten und gucken mal, brauchen wir die Reling ja oder nein. So, ich habe die Barhocker jetzt mal zum Automaten gebracht und sie zur maximalen, auf ihre maximale Höhe ausgefahren. Und was man sieht, ist natürlich, dass da schon extreme Unterschiede gibt. Weiß nicht, die Zusammensetzung von dem linken oder den Aufbau von dem linken, der gefällt mir nicht so. Das ist mir nicht dick genug. Das Ganze, wenn man drauf sitzt, ist eine ziemlich wackelige Geschichte. Deswegen disqualifiziert sich der für mich schon mal. Den tun wir raus. Jo, bleiben dann die beiden noch übrig und wie ich finde, passen die aufgrund der dicken Sitzfläche auch wirklich gut zu dem Automaten. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, auf welchem kann man besser spielen? Lieber so niedriger oder muss ich auch hochfahren können, sodass ich meine Füße auf dieser Fußreling abstellen kann? Jo, dann testen wir das doch einfach mal. Ich sitze jetzt hier auf dem ohne die Fußreling, merkt, die Hände sind eigentlich ja, relativ parallel zum Panel. Ein bisschen ungewohnt, die Füße auf dem Boden zu haben, muss ich sagen. Schauen wir mal. Ah, das geht aber so schon ganz gut. Ja, zum Spiel selbst später mehr.
Also das spielt sich eigentlich ganz okay. Die Frage ist, möchte ich höher sitzen? Nehmen wir mal den anderen. So, ich habe mal gewechselt. Ist eigentlich schon ganz gut, wenn man ein bisschen höher sitzt, muss ich sagen. Auch von der Armhaltung her. Und den kann ich halt doch auch noch weiter runterstellen, gell? Den anderen nicht. Mal kurz runter. Ja, da habe ich dann quasi die gleiche Haltung wie beim anderen. Ja, ich muss schon sagen, natürlich der teuerste, doppelt so teuer, ist der beste. Ah, ja, ich kenne mich doch. Okay. Jo, und wieder ist ein Päckchen gekommen für das hoffentlich letzte Teil des Donkey Kong Puzzles. Schauen wir mal rein, was da jetzt noch fehlt. Open up. Ja, das Päckchen im Päckchen. Gucken, ob da noch ein Päckchen drin ist. So. Also wir haben einmal Stromkabel und dann etwas Rundes mit einem An- und Ausschalter. Tja, was könnte das wohl sein? Auflösung gibt's gleich. Stecker hier, Stecker da, Schalter an und sie dreht sich doch. Fragt sich nur, was? Mal wieder ein kleines Unboxing- und Bastelvideo. Bitte mal die Bastelmusik einspielen. Und zwar habe ich ein E-Paket bekommen, ein elektronisches Paket, warum auch immer, ne? Aus China. Vieles kommt heutzutage aus China. Und der Inhalt, da schauen wir mal darüber, ist ein Toy. Na, da sind wir mal gespannt, was für ein Toy sich dahinter verbirgt. Ja, dann wollen wir doch mal auspacken. Zum Auspacken ist es immer ganz gut, wenn man eine Schere oder sowas hat. Ne? Wie gut, dass ich das auch so perfekt vorbereitet habe. So, nehmen wir mal einfach hier so eine Art Skalpell. Ich kann mich gar nicht mehr so hundertprozentig erinnern, aber ich glaube, ich zu wissen, was es ist. So, erster Blick hinein. Ahahaha, okay. Das sieht nach Bauen aus. Viele bunte Teile. Schauen wir mal rein in diese Box. Ja, das scheint was zum Sortieren zu sein. Und dann haben wir hier ja, Steine. Die sehen jetzt nicht aus wie Lego-Steine, das werden wir gleich noch genauer anschauen. In Blau, in Rot, nochmal Rot, Braun, Gelb und eine Mischung aus Schwarz, Weiß und Gelb. Okay, was hat es damit auf sich? Schauen wir mal hier rein. Abgesehen davon, dass hier eine tolle Weihnacht. Eine tolle Weihnachtstischdecke drin ist oder Verpackung, vielleicht falls ich das weiter versenden möchte. Wunderschön, das legen wir gleich mal hier drunter. So, weihnachtet sehr und hier ist eine Anleitung dabei. Okay, ja. Kann man schon erkennen, was das gibt.
Aha! It's me, Mario! Ein XXL Mario. Der wird ungefähr 30 cm groß werden und der hat einen besonderen Platz in meiner Sammlung später. Wenn er denn so ausschaut, wie ich mir das auch vorgestellt habe oder vorstelle. Wunderbar. Hoppla. Hier sind nochmal die verschiedenen Steintypen da oben und die Farben. Okay, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die jetzt zusammenhalten sollen. Das ist mir neu. Das ist also kein Lego, keine Mini-Blocks, irgendeine neue Art von Stein. Okay, ja, dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal zusammen die Kiste. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns erstmal die Steine selbst an. Die, so eine Art von Steinen habe ich ja echt noch nie gesehen. Ich dachte ehrlich gesagt, das seien Lego-Steine oder halt Mini-Blocks. Und im Endeffekt, upsala, da wieder eins runtergefallen. Ich glaube, die sind alle gleich. Und so im Prinzip Quadrate mit einem Nüppel oben drauf, wo man dann quasi ein anderes Teil von unten dran stecken kann. So. Und an der Seite kann man dann quasi ein anderes Ding noch so einhaken. Sodele. Aha. Interessant. So schaut das dann aus. Und dann baut man rein und kann auch eben entsprechend in die Höhe bauen. Das ist quasi das kleinste Bauteil, das die gewählt haben, ein Einser. Und das man durch dieses Aufeinanderstecken bzw. Aneinanderstecken entsprechend aufbauen kann dann. Ja, interessantes Konzept. Also ich gucke jetzt mal hier durch. Ich sehe da überhaupt nichts anderes. Alles solche. Jo, dann fangen wir mal an zu bauen. Also wenn man sich jetzt die Anleitung anschaut, dann ist es im Endeffekt einfach so, dass du baust eine Ebene und steckst dann die nächste Ebene jeweils drauf. Simple as that. Und so baut man dann entsprechend in die Höhe bzw. in die Breite. Okay. Guck mal, dass wir mal den hier hinkriegen. Gut. Und dann haben wir quasi die erste, so, die erste Schicht beendet. Puh, interessant. Okay. Damit das Bauen ein wenig leichter von der Hand geht, habe ich jetzt mal die einzelnen Farben in so Schächtelchen sortiert und dann ein Griff und man hat die benötigte Farbe, den benötigten Stein zur Hand. Bauen wir weiter. Thank you.
ist fertig. Ziemlich cool, wie ich finde. Jetzt setzen wir mal die Kiste zusammen, den Mario. Gut, zusammensetzen. Haben wir drei Teile jetzt. Die Füße, Beine, der Körper und der Kopf, der im Vergleich zu den beiden anderen Teilen riesig ist. Und hier ist die Anleitung, wo man genau sieht, von der Seite und im Prinzip als 3D-ISO-Ansicht, wie genau die Teile da drauf gesetzt werden müssen. Gut, schauen wir mal. Okay. Das schaut doch gut aus. So, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden das Ding insgesamt jetzt gedauert hat, aber Mario is in the house. It's me, Mario. So, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass inzwischen sogar der Letzte verstanden hat, worum es geht und eins zusammenzählen kann. Mario und Drehteller ist gleich Mario auf Drehteller. Dazu habe ich ein bisschen doppelseitiges Klebeband unter die Füße von Mario gemacht. Und dann können wir den wunderbar auf diesen Drehteller platzieren. Schauen wir, dass wir das einigermaßen mittig hinkriegen. Jo, und dieser schöne Platz ist natürlich oben auf dem Donkey Kong Automaten. Ich mag sogenannte so, Topper, irgendwas, was man auf die Automaten draufstellt und was thematisch gut dazu passt. Und da fand ich den Mario natürlich mehr als passend. Jo Leute, dann bringen wir diese Arcade-Neuigkeiten nochmal zu einem Ende. Mario dreht sich, Spiel läuft, Stuhl steht bereit. Das kann nur eins bedeuten, eine abschließende Runde Donkey Kong. Jo, ganz kurz ein paar Worte zum Spiel. Donkey Kong ist inzwischen mehr als 35 Jahre alt. Hier heißt es Copyright 1991 Nintendo of America. Es war der erste Auftritt von einem Charakter, den heute jeder als Mario kennt. Damals hieß er noch Jumpman und seine Aufgabe war es auch nicht Peach zu retten, sondern seine Aufgabe war es, seine Geliebte namens Pauline zu retten, die von Donkey Kong entführt worden ist. Ja, und das Ganze wird gespielt mit einem Joystick links, rechts, hoch, runter und im Endeffekt hat man einen Jump-Button und das war's auch schon. Das Ganze besteht aus vier verschiedenen Screens, in unterschiedlicher Reihenfolge tauchen die auf und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Jo, dann spielen wir noch mal eine Runde. Also, Donkey Kong schnappt sich Pauline, entführt sie und die Aufgabe von Mario aka Jumpman ist es, Pauline zu retten, indem er die höchste Stelle dieses Gerüstes erreicht. Ja, gleich eine Warnung vorweg. Ich bin mit Sicherheit nicht Deutschlands, geschweige denn der weltbeste Donkey Kong Spieler. Highscore von ungefähr 73.000, was verglichen mit den Leistungen von anderen ein totaler Witz ist. Aber ich habe zumindest das Ziel, dieses Jahr auf 100.000 zu kommen. Und das ist so ein erster Milestone. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, hier der berühmte Mario Hammer. Mit dem kann man die Fässer klein machen, auch die Feuerbälle. Hat einen Nachteil. Wenn man einen Hammer hat, kann man keine Leitern hochgehen. Kann man auch nicht mehr springen. Und der verschwindet auch nach einer gewissen Zeit. Dachte jetzt schon. Ja. Okay. Und hoch und drüber und zack. Und erster Screen vorbei. Also ich gehe jetzt nicht auf Punkte, kein Point Pressing, immer wieder Fässer springen oder sowas. Einfach mal durch und schauen, ob ich es hinkriege, euch die Levels zu zeigen. Also in dem Level hier muss man diese Bolzen entfernen und da mache ich immer dieses Pattern. Erst die linke Seite im Prinzip. Bolzen raus, die Feuerbälle erscheinen rechts und dann kann man sich hier mit so einem kleinen Trick diesen Hammer holen, Feuerbälle platt machen und wenn sie dann respawnen, dann, na komm, nimm den mit,
dann erscheinen sie quasi auf der linken Seite, wie man sieht, und lassen mich hier rechts in Ruhe, wenn die Bolzen draußen sind. Geh weg! Go away! Ah. So, also man sieht, die ich kaputt gemacht habe, sind alle links rausgekommen und jetzt fehlen hier noch diese zwei Bolzen und dann war es das. Jo, und dann stürzt das Gerüst ein, Donkey Kong fällt runter, bam, Screen 2 completed. Aber das Glück von Jumpman und von Pauline ist nur von kurzer Dauer. Jetzt kommt der erste Screen wieder in erhöhter Schwierigkeit. Jump und nochmal kriegt man 100 Punkte extra. Und was jetzt bei diesem Level oder bei diesem Screen erstmal möglich. Labernet! Okay, was bei dem Screen erstmalig möglich ist, dass man die Fässer in einer gewissen Form steuert. In dem Moment, in dem man auf eine Leiter zuläuft, kann man das Fass dazu bringen, runterzukommen, wie man hier gesehen hat. Jetzt hier zurücklauft, dann kommt es da runter. Ah, das gefällt mir gar nicht. Glück gehabt, dass kein Fass oben dran war. So. Können wir hoch. Hammer holen. Mit dem Hammer in der Hand nie auf Fässer zulaufen, sondern immer stehen bleiben. Sonst kann es sein, dass ein Fass im Prinzip unten durchschlüpft. So. Okay. So, jetzt kommt ein neuer Screen, Elevators. Gleich nach rechts springen. Hoffen, dass der Feuerball da runter geht, was er nicht tut. Deswegen wieder zurück. Jetzt ist er unten. Jetzt müssen wir warten. Los, geh runter. So. Ja. Und drüber. Da hinten im Price lass mal liegen. Kann man sich da oben hinstellen. So, jetzt laufen wir dahin, sicherer Spot. Und hoch. So, Screen Nummer 3 war das jetzt. Einer fehlt noch. Jetzt kommt wieder hier dieses Rivet Level. Also machen wir auch hier wieder das Pattern. Erst die linke Seite klären. Ja, das ist ein kleiner Cheat, dass man da hinspringen kann und wieder zurückgeschleudert wird. Los, kommt her, ich will euch platt machen. Kommt. Gefällt mir nicht. Jetzt hätte ich noch diesen Hammer, den ich nehmen kann. Mach mal auch. Geh weg, Hammer weg und hoch. Letzter Bolzen, zack. Jo, und wieder kommt jetzt der erste Screen. Nochmal in erhöhter Schwierigkeit. So, warte mal kurz. Den Hammer wollte ich jetzt aber nicht. Oh, jetzt kommt noch der Feuerball. Glück gehabt. Da ist viel los hier. Jo, sieht ganz gut aus. Letzter Level. Die
Pie Factory. Das sind im Prinzip Fließbänder, man sieht, da kann ich. Ja. So, kann ich nur langsam voran bewegen. Und im Prinzip, was ich hier machen muss, ist einfach. Also ich darf von diesen Kuchen da nicht getroffen werden. Und. Und ich muss hier nach oben kommen. Scheiß Feuerball. Geh weg. Ja, das war jetzt nicht wirklich gut gespielt, aber Hauptsache mal durch. So, und werde natürlich in die Kommentare posten, was für ein schlechter Spieler ich bin. I don't care. Ach Gott, komm jetzt. So, jetzt ein bisschen schwieriger nach oben zu kommen. Also ich brauche wieder diesen Safe Spot zunächst mal an der gelben Stelle. Und dann gibt es Federn, die ein bisschen weiter springen als die anderen. Das ist eine kurze, mal drauf achten bei den zwei Leitern. Das war eine lange zum Beispiel, das war auch wieder eine lange. Und in dem Moment, wo die lange kommt, los und hoch. Für meine Verhältnisse gar kein so schlechtes Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Einen blöd verloren. Die Feuerbälle sind ein bisschen schneller als sonst. So, Hammer holen. Same procedure. Drei kaputt gemacht, die spawnen jetzt links. Hammer. Hier kann man auch noch Point Pressing machen, indem man da beim Donkey Kong nach oben springt und nach rechts drückt, aber dann gibt es 100 Punkte jedes Mal, aber das lassen wir. Wir wollen ja möglichst weit kommen. Ja, wobei, jetzt sind wir ja schon so weit, auch ein paar Punkte machen können, gell? Level 4 nennt sich das jetzt. Au, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, meistens rush ich da einfach durch. Und mit dem Hammer gelaufen, Glück gehabt. Komm, hier runter das Fass. Gut. Und jump und drüber. Okay. Läuft. Warten, bis die Feuerbälle nach rechts, nach links rauskommen. Hätte unten laufen sollen. So, jetzt sind sie quasi alle weg. Geh rüber. Und auf die Leiter. Und nach oben fahren. Hopp, 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 hopp. Pie Factory nennt sich dieses Level. Sorry. Ja. Nervös, hab die Chance, einen neuen Highscore zu machen und dann so ein Fehler, ey. Anfängerfehler. Glück gehabt.
So, mal gucken, ob ich aus meinem Fehler gelernt habe. Los, da runter. Ah, damit! Ah, jetzt vergeige ich es aber wirklich, ey. Ja, ich einfach das Level. Braucht natürlich ein bisschen Glück, dass da keine sogenannten Wild Barrels der Donkey Kong runterschmeißt, ne? Ja, puh. Also dreimal total vergeigt. Naja, gut. War eine Demonstration, gell? So, Highscore. Ja, ich habe 65.400, 900 hätte ich noch gebraucht, dann wäre ich auf Platz 3. Naja, gut. Alles klar. Let's Donkey Kong. And Donkey Kong is in the living room.